Ich befinde mich im Küstenland und versuche mit Sonic Mario Odyssey durchzuspielen. Das bedeutet, dass wir 10.000 mal schneller sind als der normale Mario, unsere Stammsprünge deutlich höher sind und wir so definitiv mehr Probleme bekommen, einige Monde einzusammeln. Alter, ein Beachvolleyballfeld? Schade, dass gerade niemand spielen will. Alter, Volleyball hier. Wie funny wäre das denn? Aber müssen wir dafür den Boss besiegen? Naja, laufen wir mal in Highspeed nach oben. Aua. Hey Freunde, könnt ihr mal eine Sekunde Pause machen, sodass ich nicht unbedingt getroffen werde? Das wäre cool, danke. Also holten wir uns im Windeseile alle Monde ab, um das Volleyballspiel freizuschalten. Währenddessen sind wir so schnell gewesen, dass wir einfach über Wasser laufen konnten. Zwei Knöpfe noch und dann können wir gleich das Volleyballspiel freischalten. Eine Ewigkeit später. Freunde, auf diesen Moment haben wir hingearbeitet. Um mit Sonic Volleyball zu spielen. Mal gucken, wie erfolgreich wir sein werden. Ob wir irgendwie eine schwierige Situation zustande kommt, wenn Mr. Schnecke in irgendeine Ecke spielen. Oh, nein! Sollte Kacke, verdammt. Nochmal. Und genau das war die Schwierigkeit an diesem Volleyball-Match. Sobald man den Joystick auf dem Controller ein bisschen zu weit nach oben oder unten oder in irgendeine Richtung dreht, hat man keine Kontrolle mehr über Sonic, weil er zu viel Speed aufbaut. Zack. 6. Weil den Mond würde ich ganz gerne mitnehmen. Nein! Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich dachte, es führt nur zwei Monate. Na! Mann, Digga! Okay, beruhig dich, Sonic, beruhig dich. Aber komm mal runter. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir dürfen halt, wie gesagt, nicht sprinten. Es ist mir jetzt so egal. Ganz ehrlich, dieses Volleyball-Spiel. Als nächstes haben wir uns die Speedblume besorgt und wir haben eine interessante Beobachtung gemacht. Guck mal, wie das am Stocken ist. Wir werden sogar ausgebremst. Aber nach viel Familienspaß im Küstenland wurde es auch langsam Zeit fürs Polarland. Denn da wurde es sehr interessant, aufgrund der sehr eng geschnittenen Sub-Areas, wo wir nicht mit maximal Speed herumlaufen dürfen. Ach ja, stimmt, da war ja auch noch was. Mit den Sub-Area. Ah, Snow! Wow, Sonic, du hast sie echt beeindruckend gerettet. Ah, Mann, puste mich bitte nicht so viel. Danke. Sehr, sehr schwierige Hase. Das ist halt die Challenge hier hinter. Du kannst nicht langsam laufen. Und wenn, dann musst du halt in solchen Schritten gehen. Aber das ist da hinten bei der Wolke zu langsam. Da musst du irgendwie schnell durchkommen, weil du ansonsten weggepustet wirst. Das ist eine gute Strategie mit Stampfattacken. Yeah! Haha! Muss mich jetzt sofort... Mann, jetzt halt mal... Boah! Ich bin jetzt so wütend auf diese Dinger, das kann man sich nicht vorstellen. Alter, haut einfach ab. Haut bitte einfach ab. So, dankeschön. Und nach einiger Zeit haben wir es dann endlich geschafft, diesen Mond zu bekommen. Aber danach ging es auch schon direkt in die nächste Sub-Area. Naja, los geht's! Hey. Wow, das ging leichter als... Na, nein! Leichter als gedacht, wollte ich gerade sagen. Aber nach einigen Versuchen in dieser Sub-Area haben wir auch irgendwann den Mond erreicht. Oh! Seit langem mal wieder ein Bossfight. Geil. So, easy. Wow. Aber dafür können wir mal sehr, sehr schnell zur Blume rennen, ist der Vorteil. 1. Yo, das ist insane. Und wham. Yes, geil. Es kam auch schon zum Rennen und da stellt sich natürlich die große Frage, wird das Rennen ebenfalls im Sonic-Tempo sein? Oh no! Los geht's, Alter, fürs Rennen! Wir sind nicht irgendwie schneller, oder? Nee, wir sind normal schnell, schade. Gehen wir zu Captain Toad. Stimmt, Captain Toad war irgendwo am Rande. So, warte mal, wir werden zu Captain Toad hinsprinten. Hallo. Jo, habt ihr das gesehen? Wir haben so viel Speed, dass wir einfach... Ich schwöre es euch, ich drücke nicht auf den Sprungknopf. Moment, ich sprinte nur nach oben. Aber wir haben so viel Speed, dass wir einfach nach oben fliegen. Nach dem Rumalbern und Liebe machen mit Toad ging es auch schon schleunigst rüber ins Schlemmerland. Und vor allem hier gab es einige interessante Stellen. Hey, ho, let's... Mann, du hast gar keine Kontrolle darüber, hier drauf zu springen. So, guck mal, einfach in der Ecke stehen bleiben. Dann klappt das schon irgendwie, irgendwo, oder? Sonic, Sonic, yes! Junge, da kriegen wir erstmal den wunderbaren... Ist das Türkis? Türkis, oder? Da gab es nicht bei dem Doodle-Reno? Warte, hier oben gab es so einen Mond. Nee, Moment mal, das kriegen wir noch so hin. So und nicht anders stelle ich mir das vor.
Mann, das kann doch nicht sein, Digga! Aua! Aua! Aufgrund der ungenauen Sprünge von Sonic oder meiner Inkompetenz haben wir diesen Mond abgebrochen und sind ein bisschen weiter im Schlemmerland gewandert. Das wird jetzt die Challenge, nur hier hoch zu... Wow, laufen. War einfacher als gedacht. Ich hab's mir schwieriger vorgestellt. Ah, bingo bango. Und nachdem wir diesen Mond eingesammelt haben, hat auch schon die Fail-Parade begonnen. Denn vor allem auf den engen Wegen macht uns das hohe Tempo zu schaffen. Also sowas wie ein DLC oder Update? Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so... Oh no. Wie schwer kann es sein? Aber nee. Oh, Experiment wieder. Wir wollen hier runterrennen. Wie weit kommen wir? Meint ihr, wir schaffen es da unten hin? Wenn wir jetzt ganz schnell rennen. Shit, wir müssen erstmal... Eins! Zwei! Nein! Vorjumpen. Wir sind gejumpt. Eins! Yeah! Woohoo! Das wird jetzt der pure Horror. Oh! Ist wahrscheinlich zu kompliziert für mich, weiß ich nicht. Aber ich kann auch mal von vorne beginnen, oder? Boing, boing. Wir haben Cappy nicht zur Verfügung. Bedeutet, es wird noch schwieriger mit Sonic. Da bin ich ein bisschen zu weit gelaufen. Und der nächste Versuch. Ich habe keine Kontrolle darüber. Nein, das ist egal. Nein, ich wurde jetzt nicht wirklich gerade runtergeschubst. Den Anfang kriege ich hin, aber jetzt wird es halt... Das war der beste Versuch! Oh! No joke, für diese Stelle habe ich Ewigkeiten gebraucht und dann kam endlich dieser eine Augenblick. Die Spannung, sie saß tief, wie Menschen in Sitzkissen. Nein! Nein! Oh mein Gott, das ist immer möglich! Für solche Momente spielt man Videospiele! Ja! Wir wollten uns noch an einen Impossible Jump für Sonic ranwagen. Und zwar haben wir einen Tipp aus dem Chat bekommen, wo wir durch ein Gemälde auf einer anderen Insel durchgehen müssen. Ach so! Ah! Ach so, und jetzt soll ich hier rüberlaufen quasi? Ist ja easy, oder? Ohne springen hier rüber. Oh mein Gott, da kriege ich Flashbacks bei dem Versteck hier. Einfach rüberlaufen. Ich laufe hier mal rüber. Ist es möglich, hier rüber zu laufen? Spring ohne Cappy zu benutzen? Yo, hier ist eine unsichtbare Wand. Habt ihr das gesehen? Da ist eine unsichtbare Wand. Ja, hier ist die unsichtbare Wand, da kommst du nicht durch. Ah, krass, okay, gut zu wissen. Da bin ich einfach am Mond vorbeigelaufen. Nein, muss ich jetzt wirklich nochmal von vor... Yes! Da haben wir das Ding. Und auf ging es in Hyperspeed ins verlorene Land. Oh, können wir hier rauslaufen? Das geht nicht. Dann werden wir den... Oh... Zack, 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 wie der Bruder von Cody. Yeehaw! Ansonsten war das verlorene Land im Hyperspeed echt nicht schwer. Von daher, auf geht's zu dem Fast-Finale gegen Bowserino. Notenschlüssel einsammeln macht immer Spaß und ist super. Oh mein Gott, das kann jetzt werden. Das... Ah, Gasse. Jawollo, yo, damit habe ich nicht gerechnet. Yo, dieses Bild gerade mit Sonic. Sonic, das schaffst du, Digi. Okay, das wird jetzt interessant werden, hochzuspringen. Einmal das Herz einsammeln, ganz schnell. Sammel das Herz ein. Sammel das Herz ein. Sammel das Herz ein. Das Herz. Das Herz, Sonic, das Herz. Yeah. Genau so und nicht anders. Und damit steht das Ende an. Auf dem Mond, wie wird sich das Tempo von Sonic dort verhalten? Oh, das funktioniert nicht. Oh, interessant. Die Mod wird nicht auf dem Mond übernommen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Der Glaube an mich war größer. Also den Moonskip habe ich damals in den Speedruns hinbekommen. Keine Ahnung mehr, wie der funktioniert. Muss man, glaube ich, in so eine bestimmte Ecke springen. Jetzt bin ich... Ja, sehr easy, oder? No. Aber easy. Moonskip ist gar kein Problem. Ja, kein Problem. Wie glaubst du, wird der Bossfight? Ich glaube normal, weil als Bowser haben wir auch normalen Speed. Ich muss die Hochzeit stoppen! Warum seid ihr eigentlich alle zu dieser Hochzeit gekommen? Gerade noch rechtzeitig. Was soll die Scheiße? Ihr fallt mir alle in den Rücken. Let's go! Mit alter Speedrun-Manier hinterher. Boah, das ist halt so geil, dass er nie zum Werfen kommt.
Das war nicht so smart. Irgendwann später. 1, 2, 3. Jetzt reiß aber langsam, Meister. 1. Ja! Ciao. Jetzt kam auch die große Frage, ob wir mit Bowser genauso schnell sind, wenn wir ihn kapern. Mit der schwarzen Cap. Rein geht's in Bowser. Und es stellte sich heraus, dass Bowser nicht schneller ist. Wir haben Mario Odyssey als Sonic erfolgreich durchgespielt. Spannendes Gedankenexperiment, oder? Und wenn du jetzt noch mehr Sonic Odyssey Action sehen möchtest, zieh dir dieses Video rein. Viel Spaß dabei.